Hallo, meine lieben Englischschülerinnen und Schüler. Am Anfang jeder Stunde, jeder Englischstunde, werde ich einen von euch als meinen Assistant Teacher auswählen. Und dieser Schüler oder diese Schülerin soll erstmal meine Rolle einnehmen, indem er alle begrüßt mit Good Morning, everybody. Und die Klasse antwortet dann mit Good Morning. Und der Assistant Teacher stellt dann fünf verschiedene Fragen, die von fünf unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern beantwortet werden sollen. Die erste Frage ist, who is missing today? Wer fehlt heute? Wenn zum Beispiel mal der Peter fehlen sollte, dann könnte ein Schüler, eine Schülerin antworten, Peter is missing. Ne? Peter is missing. Kann ja mal vorkommen. Hoffen wir nicht, aber wer weiß. Die zweite Frage ist, what date is it today? Heute zum Beispiel ist der 30. August. Also würde jetzt ein Schüler, eine Schülerin antworten, today is August 30th. Die dritte Frage, die der Assistant Teacher stellt, ist, what is your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Und darauf antwortet dann ein Schüler, eine Schülerin, zum Beispiel, wenn das Lieblingsessen Pizza ist, my favorite food is Pizza. Ist das Lieblingsessen Schnitzel, dann antwortet er oder sie, my favorite food is Schnitzel und so weiter. Die vierte Frage, die der Assistant Teacher stellt, ist, what is your favorite subject? Was ist dein Lieblingsfach? Und darauf kann jetzt ein Schüler, eine Schülerin antworten, wenn das Lieblingsfach Mathe ist, my favorite subject is maths. Mein Lieblingsfach ist Mathe. Oder wenn es Deutsch ist, my favorite subject is German. Und die fünfte und letzte Frage ist, what is your favorite month? Was ist dein Lieblingsmonat? Da kann man natürlich seinen Geburtstagsmonat nehmen. Also ich würde dann sagen, my favorite month is Oktober. Mein Lieblingsmonat ist Oktober. Und wenn wir damit fertig sind, dann hat nicht nur der Assistant Teacher oder die Assistant Teacherin gesprochen, sondern auch noch fünf verschiedene Schülerinnen und Schüler haben Fragen beantwortet. Und dann kommt das One-Minute-Game. Bei dem One-Minute-Game, da gibt es zwei Aufgabentypen. Und das ist einmal, say as many, as you know. Also, sag so viele, zum Beispiel, animals, as you know. Sag so viele Tiere, wie du kennst, wie du weißt. Ne? Say as many animals as you know wäre dann, da wäre dann Antworten möglich. Zum Beispiel könnte dann die Klasse sagen, cats, oder dogs, oder fox, oder bear, oder snake, oder crocodile, oder. Ja? Also, an Tieren habt ihr, glaube ich, unheimlich viel drauf aus der Grundschule. Und in dieser einen Minute, die das One-Minute-Game dauert, soll man möglichst viele Antworten sammeln. Die Klasse sammelt so Punkte. Für was, das erkläre ich euch noch. Die andere Möglichkeit ist, dass hier ein Anfangsbuchstabe angegeben ist und dann lautet dieser zweite Aufgabentyp Name Words with the first letter, zum Beispiel B. Ja, also Name Words with the first letter B, wenn hier B steht, wäre dann nenne Wörter mit dem Anfangsbuchstaben B, zum Beispiel Banana oder Butter oder Better, ne, ein Adjektiv geht auch, ne, oder Bread für Brot. Ne. Also möglichst viele Wörter, die mit dem entsprechenden Buchstaben anfangen. Ne. Diese Aufgaben werden vom Assistant Teacher vorgelesen und der Assistant Teacher macht für jedes richtige genannte Wort einen Strich an die Tafel. Wir sammeln Punkte. Wofür? Kleines Geheimnis, ich sag's euch dann später. Und dann, wenn wir damit durch sind, mit dem One-Minute-Game, dann machen wir den Material-Check. Ja? Das heißt, ihr habt bitte alle eure Englischbücher, eure Workbooks, eure Exercise-Books, also in dem Fall auch eure Englischhefte, und eure Vocabulary-Books auf dem Tisch. Und wenn der Assistant-Teacher sagt, show me your English-Books, please, dann hebt ihr einmal kurz eure Englischbücher hoch und zeigt die. Wenn der Assistant Teacher sagt, show me your workbooks please, dann hebt ihr mal kurz eure Workbooks hoch und zeigt die. Wenn der Assistant Teacher sagt, show me your exercise books please, dann hebt ihr mal kurz eure exercise books hoch und zeigt die. Und wenn der Assistant Teacher sagt, show me your vocabulary books please, dann hebt ihr eure vocabulary books hoch und zeigt die. Und damit sind wir dann fertig. Der Assistant Teacher, dem wird dann herzlich gedankt. Und dann komme ich wieder ins Spiel und übernehme die Stunde. Und das ist unser Stundenanfang. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, die sich in diesem Video nicht erklären lassen, dann komm zu mir.
Und wenn du denkst, das ist einfach nochmal Fragen beantwortet, dieses Video nochmal zu sehen, guck es dir nochmal an. Dafür habe ich dieses Video erstellt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.